Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Liebe Frau Bentele, Sie haben heute Ihre letzte Bundestagsrede gehalten als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Und ich füge hinzu, was für eine wunderbare Rede. Zu Beginn möchte ich daher Ihnen, Frau Bentele, auch im Namen der gesamten SPD-Bundestagsfraktion ganz herzlich für Ihren großartigen Einsatz danken. Dass das Bundesteilhabegesetz ein so gutes Gesetz geworden ist, ist ganz maßgeblich auch Ihnen zu verdanken. Ich habe viel von Ihnen gelernt. Und dafür sage ich auch ganz persönlich Danke. Und liebe Frau Präsidentin, auch Ihnen vielen Dank für die wertschätzenden Worte, die Sie gefunden haben. Meine Damen und Herren, es ging durch die Medien. Im letzten Jahr hat sich ein junges Mädchen vorgestellt, wie sie stolz im Bus ihren Schwer-in-Ordnung-Ausweis vorzeigt, anstatt ihres Schwer-Behinderten-Ausweises. Sie hat ihn sich dann selbst gebastelt und war wohl selber überrascht, wie viel Trubel sie damit ausgelöst hat. Kurz darauf hat Hamburg die Hülle für den Schwer-in-Ordnung-Ausweis auch offiziell ausgestellt. Inzwischen sind 4 weitere Bundesländer gefolgt. Das junge Mädchen ist nicht die einzige, die den Begriff Schwerbehindertenausweis als diskriminierend empfindet. Menschen mit Behinderungen haben in den letzten Jahren immer wieder die Umbenennung des Ausweises gefordert. Meine Damen und Herren von der FDP, Sie geben aber nun paternalistisch das Ziel vor, dass der Schwerbehindertenausweis Teilhabeausweis heißen soll. Das ist aber längst kein Konsens unter den Betroffenen. Und gerade die Fragen der Terminologie, des Wordings, haben in der Behindertenpolitik bekanntlich eine hohe Bedeutung. Liebe FDP, Sie haben das oberste Prinzip der Politik für Menschen mit Behinderung einfach nicht verstanden. Dieses Prinzip lautet: nicht über uns, ohne uns. Und um es klar zu sagen, die SPD-Fraktion findet es richtig, dass die Debatte zur Umbenennung des Schwerbehindertenausweises neuen Schwung bekommen hat. In Deutschland leben über 7 Millionen mit einer Schwerbehinderung. Sie sollen diskutieren und mitentscheiden, welchen Namen der Ausweis zukünftig tragen soll. Und nicht die FDP. Meine Damen und Herren von der AfD, bei dieser Diskussion darf man auf Sie nicht zählen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen Beek? Des Kollegen Beek immer. Herr Kollege Dr. Bartke, Ihnen ist bekannt, dass die Krankenkassen die entsprechenden Umfragen gemacht haben und dass dabei neben schwer in Ordnung Teilhabeausweis der präferierte Wunsch war? Würden Sie bitte stehen bleiben? Ja, das ist mir durchaus bekannt. Aber es ist mir auch bekannt, dass es viele Menschen gibt, auch viele Betroffene, die eine andere Begrifflichkeit haben wollen. Und das ist doch der entscheidende Punkt, dass wir die Diskussion bewegen wollen und dass Menschen mit Behinderung eben merken, dass hier nicht der Bundestag in freier Entscheidung entscheidet, sondern unter Beteiligung der Behindertenverbände. Meine Damen und Herren, bei der Diskussion, die wir haben werden, meine Damen und Herren von der AfD, bei der Diskussion darf man auf Sie nicht zählen. Das haben Sie erst kürzlich in Ihrer Anfrage in, wie ich finde, furchtbarer Art und Weise unter Beweis gestellt. In Ihrer Anfrage zu schwerbehinderten Menschen in Deutschland haben Sie einen traurigen Tiefpunkt in Ihrer ausgrenzenden Politik erreicht. Sie stellen darin einen angeblichen Zusammenhang her zwischen Inzucht, Flüchtling und Behinderung. Ich habe nicht geglaubt, dass so etwas noch möglich ist, und ich frage mich, geht es überhaupt noch schlimmer? Das ist Ihre erste Anfrage, überhaupt Ihre erste Initiative im Deutschen Bundestag zum Thema Behinderung. Und es wird deutlich, dass es Ihnen keineswegs um Menschen mit Behinderung geht, es geht Ihnen nur um Diffamierung. Und Sie suggerieren eine Grundhaltung, die sagt, Behinderung sei ein zu vermeidendes Übel. Das erinnert an die dunkelsten Stunden unserer Geschichte. Es wird überdeutlich, und nicht nur hier, und nicht nur hier, Sie nähern sich immer mehr der NPD an. Ich finde es großartig, dass alle bedeutenden Sozialverbände sich zu einer Großanzeige in der Frankfurter Allgemeinen vom Sonntag zusammengeschlossen haben. Da heißt es: Es geht uns alle an, wachsam sein für Menschlichkeit. In dieser Anzeige ist zu Recht von bösartigen Unterstellungen in Ihrer Anfrage die Rede. Meine Damen und Herren, es gibt kein Ideal des Menschen,
Aber es gibt eine Gesellschaft, in der wir leben wollen. Wir stehen ein für eine inklusive Gesellschaft, in der niemand auf seine etwaigen Defizite reduziert wird. Eine Gesellschaft, in der jede und jeder wertvolles Mitglied ist und gleichberechtigt teilhaben kann und soll. Und, meine Damen und Herren, für eine solche Gesellschaft lohnt es sich zu streiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias Bartke. Nächster Redner in der Debatte, Uwe Schummer für die CDU-CSU.